I wouldn't ask this, were there any other choice. Ich würde dich fragen, wenn es keine andere Wahl gäbe. Sie ist eine Missionarin, genau wie ich es war. Man hat sie die falschen Dinge gelehrt, genau wie mich. Osionis. They have held off many would-be invaders. Osionis, sie haben viele Invasionsversuche abgewehrt. You are ready to give a confession? Du bist bereit, dein Geständnis abzulegen? I am ready to hear one from you. Ich bin bereit, ein Geständnis zu hören von dir. Ja, Finale. Man könnte wirklich sagen, wir sind hier am Ende aller Dinge angekommen. Das Ding dreht und wirbelt und ein Haufen Seelen schwirren drumherum. Wird Zeit, es zu beenden. Erinnerung der Alten. Quest abgeschlossen. Ich habe die engvitalische Maschine erreicht, die ich in meinen Träumen gesehen habe. Tausende von dürrwäldischen Seelen wurden in sie gezogen. Taus kann nicht weit sein. Ich habe getan, was die Legenden mir rieten. Ich wurde sicher in die Tiefen von Beraf Imran getragen, mit dem Segen der Götter. Sie wünschen, dass ich Taus daran hindere, die Seelen der Hungeboten aus dem Dürrwald seiner Göttin Vodika zu überlassen. Gleich ob das geschieht oder nicht, wir scheinen noch eine Rechnung offen zu haben. Und ich muss sie so schnell wie möglich finden. Das Wissen in meinem Kopf ist jetzt lauter und ich finde keine Ruhe mehr davor. Bis ich ihn erreicht habe, bin ich vielleicht schon so verloren, wie Meerwald es war. Ja, die beiden Statuen hier. Die Statue fühlt sich warm an, ja. I'm here. Hallo, Taos. Du befindest dich in einer kreisrunden herrschaftlichen. Du befindest dich in einem kreisrunden herrschaftlichen Raum mit Kuppeln, dessen Wände mit anderer ausgekleidet und mit Kupfer besetzt sind. Am hinteren Ende des Raumes durchdringt eine große Adrasäule den Boden wie eine gezackte Pike, deren schimmernde Textur die Illusion grenzenloser Tiefe schafft. Deine Gedanken sind die deinen und nicht die deinen, und sie sind allesamt Fragen. Am Fuße der Säule steht Taos. Als er dich kommen sieht, wirkt er besorgt. Du willst ihn etwas fragen, eine Frage, die du vor allen anderen in deinem Kopf wirbelt. Du wagst es noch nicht. Du brauchst erst irgendeine Erlaubnis von ihm, einen Hinweis darauf, dass deine Vermutung wahr sein könnte. Du bist weit von deinem Posten entfernt, Inquisitorin. Was führt dich hierher? Deine Gedanken rasen. Du betrachtest verschiedene Ansatzpunkte. Du hast Mühe, deine Emotionen zu zügeln. All diese Statuen, wen stellen sie dar? Sie sind Monuments to Woodicke's greatest servants among my people. I hope to join them myself one day, but my work is not yet complete. Sie sind Denkmäler von Woodickers größten Dienern unter meinem Volk. Ich hoffe eines Tages selbst dort zu stehen, doch mein Werk ist noch nicht vollendet. Was ist das für ein Ort? We are in a sanctum holy to Woodicke. There are others like it in service to the other gods. I come here often to pray for her counsel, and in this space I may be assured that she hears me. Wir befinden uns in einem Heiligtum Vodikas. Es gibt noch weitere, die anderen Göttern dienen. Ich komme oft hierher, um sie um Rat zu bitten. Ich kann nicht mehr gewiss sein, dass sie mich hört. Die Maschine hinter dir, wozu ist sie gut? It has many uses, but its purpose is to bring structure to the chaos that surrounds it. Sie hat viele Zwecke, doch sie dienen vor allem dem Chaos, das sie umgibt, Struktur zu verleihen. Hat die Ovara die Wahrheit gesagt?
That woman sought only to destroy the foundations of peace and civility that my people sacrificed everything to build. Diese Frau wollte nur die Grundlagen des Friedens und der Höflichkeit zerstören, für deren Aufbau mein Volk alles geopfert hat. Basierte die gesamte Inquisition auf einer Lüge? The Inquisition was based on the need to cut the flesh from a rotting wound. Die Inquisition basierte auf dem Bedürfnis, das Fleisch von einer fauligen Wunde zu schneiden. Du zitterst, du hast jede Geduld für Taktgefühl verloren. Schluss mit dem Ausweichen. Du musst es wissen, alles was du geglaubt hast, alles was du für die Götter getan hast. Hast du mich angelogen, als du sagtest, die Götter könnten Leid beenden? Taos sagt nichts. Gibt es keine Götter? What is a god? Hm? A higher power? A rewarder of good deeds and punisher of the wicked? Something men can turn to in their darkest moments, when their days seem only like bridges from one tragedy to the next. Our gods are all these things. Taos Gesicht bleibt eine unbeteiligte Maske. Was ist ein Gott? Hm? Eine höhere Macht? Jemand, der gute Taten belohnt und böse bestraft? Etwas, dem man sich in seinen dunkelsten Augenblicken zuwenden kann, wenn die Tage wirken, als seien sie nur Brücken von einer Tragödie zur nächsten? Unsere Götter sind all diese Dinge. Mit jedem Wort, das Taos spricht, spürst du, wie du mehr und mehr die Kontrolle über einen siedenden Kessel des Zorns und des Zweifels und der Furcht und der Hoffnungslosigkeit verlierst, bis du es schließlich nicht mehr erträgst. Gibt es keine Götter? We are in a sacred place, within earshot of the gods themselves. This is not the time. You've been through much these past few months. In unerträglicher Ruhe legt Taos einen Zeigefinger an seine Lippen. Wir befinden uns an einem heiligen Ort, in Hörweite der Götter selbst. Das ist nicht der rechte Augenblick. Du hast in den letzten Monaten viel durchlitten. You will return home and you will rest. When you feel you have recovered, you may rejoin us at the trials. The Inquisition is far from over, and I will have need of you. Du wirst nach Hause zurückkehren und du wirst dich ausruhen. Wenn du das Gefühl hast, dich erholt zu haben, kannst du dich den Prozessen wieder anschließen. Die Inquisition ist noch lange nicht beendet und ich brauche dich. There are many who continue to spread the lies of the apostate. The Inquisition will not end until we have pronounced judgment on all of them. Viele verbreiten weiterhin die Lügen des Apostats. Die Inquisition endet erst, wenn wir über sie alle geurteilt haben. Seine Augen verharren auf dir mit gefährlich drohendem Ausdruck. Dein Zorn schrumpft, als du vor deinem geistigen Auge ein eisernes Rad siehst, monolithisch und verkrustet mit dem getrockneten Blut von Tausenden. Du stellst deine Frage nicht erneut. How did you find it? Wie hast du es gefunden? Das habe ich nicht, es war Fürstin Webb. Another in a string of acts of petty defiance. For all her knowledge, she always preferred spite over reason. Ein weiterer Akt in einer langen Kette des trotzigen Widerstands. Bei all ihrem Wissen hat sie die Gehässigkeit doch immer der Vernunft vorgezogen. Sie hat dich geliebt. Die Vernunft hat in dieser Sache ihre Hand geführt. Du hast sie von ihrem Leid erlöst. Wir haben einander nichts mehr zu sagen. Die Vernunft hat in dieser Sache ihre Hand geführt. Then she should have obeyed. I ask one thing of all my followers. She was incapable. A waste of rare talent and intellect. Dann hätte sie gehorchen müssen. Ich bitte alle meine Anhänger um eine einzige Sache. Sie konnte sie mir nicht geben. Eine Verschwendung von seltenem Talent und Intellekt. Blinder Gehorsam ist viel verlangt von jemandem mit einem eigenen Kopf. Ihr Talent und ihr Intellekt waren zu groß für ihr Leben als deine Dienerin. What of your cohorts then? They have followed you to their deaths. Is it loyalty that brings them here? Or is it, as my agents suggest, that they have no direction of their own? Was ist mit deinen Gefährten? Sind sie dir in den Tod gefolgt? Ist es Loyalität, die sie herführt, oder ist es, wie meine Agenten sagen, haben sie keine eigene Bestimmung? You. You worshipped Aethys, did you not? Taos betrachtet Edea. Du hast Eotas angebetet, nicht wahr? Your spies are good. What gave me away? The cape? Deine Spione sind gut. Was hat mich verraten? Der Yet when your god needed you the most, you chose your country.
Doch als dein Gott dich am dringendsten braucht, hast du dich für dein Land entschieden. Er runzelt verärgert die Stirn. Wir wurden angegriffen, und zwar nicht von jemandem, der wie ein Gott handelte. Then I should think your hometown gave you a hero's welcome when you returned. Taos lächelt dünn herablassend. Dann hat deine Heimatstadt dich bei deiner Rückkehr gewiss als Held empfangen. Well, they made cake. And I think you can expect folks to get jumpy when the gods aren't there to reassure them. Maybe if they weren't all too busy trying to kill each other. Der lächelt. Sie haben Kuchen gebacken. Und man darf wohl damit rechnen, dass die Leute nervös werden, wenn die Götter nicht da sind, um sie zu beruhigen. Vielleicht wären sie nicht allzu sehr damit beschäftigt gewesen, wären sich gegenseitig zu töten. The gods argue over how best to prevent Kith society from destroying itself. These disruptions would not be necessary, were mortal instinct not so diseased. Die Götter streiten, wie sie die Gesellschaft der Gestanden am besten daran hindern können, sich selbst zu zerstören. Diese Einmischung wäre nicht nötig, wenn der sterbliche Instinkt nicht so krank wäre. You have devoted yourself to studying the work of my people. Why? Taos wendet sich dem großen Amorner zu. Du hast dein Leben der Aufgabe gewidmet, die Arbeit meines Volkes zu studieren. Warum? I thought your people had much to teach us. That we too could create great machines, improve our ships, make an empire as vast and impressive as yours ever was, built upon your secrets. Kanas Blick ist ruhig, als er Taos ebenso mustert wie er ihn. Ich dachte, wir könnten von deinem Volk viel lernen, dass auch wir große Maschinen errichten könnten, unsere Schiffe verbessern, unser Reich errichten, so riesig und beeindruckend wie das eure auf euren Geheimnissen aufbauend. And did you ever consider that these were things you were never meant to understand? That their comprehension is beyond you? Und ist dir jeder Gedanke gekommen, dass ihr nie dazu bestimmt wart, diese Dinge zu verstehen, dass sie jenseits eurer Vorstellungskraft liegen? Ich weiß es besser, die Engmetaner waren nicht unfehlbar, ihr wart nie Götter. All eure Experimente, eure niederträchtigen Verbrechen, eure glorreichen Errungenschaften. Ihr wart nur ein Volk und eure Zeit kam und verstrich. Engwit ist nun eine Lektion für alle, die verblieben sind. You are living in the time of my people, Amawa. You owe them more than you will ever comprehend, and so it shall ever be. Du lebst in der Zeit meines Volkes, Amauna. Du schuldest ihnen mehr, als du je wissen wirst, und so wird es immer sein. Greater civilizations than yours have attempted to reclaim what we buried. The greater their successes, the worse their fates in the end. I have seen to it. Größere Zivilisationen als die deine haben schon versucht zurückzuerlangen, was wir begraben haben. Je größer der Erfolg, desto schlimmer am Ende ihr Schicksal. Dafür habe ich gesorgt. Du und starrst Taos an wie ein angriffslustiges Tier. Taos beobachtet ihn ruhig. You built a weapon that delivered exactly as promised. Du hast eine Waffe gebaut, die genau hielt, was sie versprach. I served my goddess as you did yours. Ich habe meiner Göttin gedient, so wie du der deinen. Yet the other builders were slain. 11 of a dozen. Why not you? Were you somehow different? Redeemable in your god's sight? Doch die anderen Erbauer wurden getötet, 11 von einem Dutzend. Warum du nicht? Warst du irgendwie anders, errettbar in den Augen deines Gottes? Whatever desire I had to be redeemed in her eyes was weakness, purged by the Watcher's sight. Welches Verlangen ich auch gehabt haben mag, in ihren Augen rehabilitiert zu werden, es war Schwäche, die von der Sichtgabe des Wächters getilgt wurde. Or was it merely that your goddess wanted you dead as well, and your delusions of importance prevented you from seeing the obvious? Oder lag es nur daran, dass deine Göttin dich auch tot sehen wollte, du das Offensichtliche aber nicht sehen konntest, weil du dich für so wichtig hieltest? A whore's beguiling charms, nothing more. But the spell's broke now, Theos. The trial's over. I know friend from foe. And I've come here now to see a foe repaid. Der verführerische Charme einer Hure, nichts weiter, aber der Zauber ist jetzt zerschlagen, Taos. Die Prüfung ist vorbei, ich kann Freund und Feind unterscheiden und ich bin gekommen, um einem Feind seine Schulden zurückzuzahlen. You were able to destroy a god because another god wished it. Without her hand to guide you, you could not strike at a god any more than you could strike the sky. You are impotent, and not just from the pox. Du konntest einen Gott zerstören, weil ein anderes wünschte. Ohne ihre Hand, die dich führt, könntest du einen Gott ebenso wenig schlagen wie den Himmel. Du bist machtlos, impotent und nicht nur wegen der Pocken. State your name and purpose, young acolyte. Als Alof sieht, zuckt Taos mundverächtlich. Nimm mir deinen Namen und dein Ansehen, junger Akolyt. My name belonged to the gods and my hand to their service. No more.